Jetzt werden sich wahrscheinlich ein paar Leute fragen, warum ich da mit einer Klobürste stehe. Das ist keine Klobürste, das ist mein Zepter. Ich werde mich nämlich heute krönen, hier höchstpersönlich werde ich mich krönen, zum königlichen Gott Kaiser Bartunek. Das ist natürlich sehr dreist, sowas zu machen, aber das hat ja auch eine Geschichte, die ich jetzt erzählen werde, warum ich das mache. Ich hatte einen Traum. Und in den Traum, das wird jetzt sehr überheblich klingen, ich weiß schon, wie das mit Träumen funktioniert. Letzten Endes rede ich da selber mit mir. Ja. Aber in diesem Traum ist mir Gott erschienen. Es war ein sehr eigenartiger Gott, es war ein Doppelgott. In Form von zwei Kindern. Ein Bub und ein Mädchen. Und dieser Doppelgott hat zu mir gesprochen. Im Duett. Und dieser Doppelgott hat zu mir gesagt, ich soll mich krönen zum königlichen Gott Kaiser Bartunek. Und mein Zepter soll ein Klobesen sein. Da war ich natürlich verdutzt und habe gesagt, warum ein Klobesen? Und die haben gesagt, weil es gibt einfach viel Scheiße zum Wegräumen. Und ich habe gesagt, ja, aber warum ich? Warum soll ich zum königlichen Gott Kaiser werden? Und dann haben sie gesagt, weil Gandhi ein Schaß ist gegen dich. Und Martin Luther King ist auch ein Schaß gegen dich. Und Mutter Teresa ist ein Schaß gegen dich. Und der Franz von Assisi ist auch ein Schaß gegen dich. Da war ich empört. Weil diese Persönlichkeiten, die ich gerade aufgezählt habe, das sind eigentlich meine Helden. Und meine Helden sind kein Schaß für mich. Und dann hat der Doppelgott, oder die Doppelgott, hat zu mir gesagt, doch, weil sie sind tot. Und du lebst und du bist hier. Also irgendwie hatten sie recht damit. Aber ich würde nicht sagen, dass sie ein Schaß sind, sondern dass sie ein vergangenes Lüftchen sind oder besser ein vergangener Sturm. Und dieser Gott hat noch was zu mir gesagt. Er hat auch gesagt, Konstantin Wecker ist auch ein Schaß gegen dich. Und da habe ich mich noch mehr aufgeregt darüber, weil ich verehre Konstantin Wecker. Der hat mich geprägt und Konstantin Wecker ist einer der Gründe, warum ich überhaupt auf die Straße gehe. Und ich habe also gesagt, der kann kein Schaß sein im Vergleich zu mir. Und dieser Doppelgott hat gesagt, oh ja, ist er, weil du stehst hier und er ist zu Hause. Und deshalb sollst du dich zum königlichen Gott Kaiser Bartunek krönen. Und außerdem hast du ja auch vor ein paar Jahren den Friedensnobelpreis gewonnen. Und wie sie gesagt haben, dass ich Friedensnobelpreisträger bin, bin ich schreiend aufgewacht. Man ist da nicht zwingend in guter Gesellschaft. Ich bin also aufgewacht und habe nachgedacht über diesen Traum. Über das Zepter, das mir verliehen wurde. Und auch wie sie darauf kommen, also wie ich darauf komme, dass ich Friedensnobelpreisträger bin. Die Klobürste ist mir eingefallen, ist ja nicht nur zum Scheiße wegräumen, sondern die Klobürste ist ja mittlerweile auch ein Zeichen des Widerstands. Es gibt ein paar sehr lustige Geschichten über Klobürsten aus Hamburg und es gibt auch in Wien ein paar lustige Geschichten über Klobürsten. Aber dazu später, also wenn jemand was Genaueres wissen will, kann er dann mich später darauf anreden. So, der Nobelpreis. Es stimmt, ich bin Nobelpreisträger. Denn im Jahr 2012 wurde an die Europäische Union und alle ihre Bürger der Friedensnobelpreis verliehen. Also bin ich Nobelpreisträger und ihr alle seid auch Nobelpreisträger. Und somit hat jeder meiner Meinung nach, das Recht und meiner Meinung nach aber auch die Pflicht, ein Friedenswächter zu werden. Und somit kröne ich mich jetzt zum Gott
kaiserlichen König Bartonek und zum Friedenswächter. Also ich war im Baumarkt und habe mir da diese Klobürste gekauft und ich habe mir gedacht, ein König braucht auch eine Krone. Das war das Beste, was ich gefunden habe. Aber wenn wer was Besseres zu Hause hat, kann es mir gern geben. Ich habe dann was draufgeschrieben. Ich hoffe, da gibt es kein Patent drauf. Das ist so ein Dreieck mit dem Auge drin. Das finde ich irgendwie ein schönes Symbol. Und darunter habe ich geschrieben FWO. Das heißt Freie Weltordnung, weil ich bin für die Freie Weltordnung. Danke. So, und jetzt, wie es sich gehört, werde ich als frisch gekrönter was auch immer eine Antrittsrede halten. Na super. Da setze ich mich zu meinem Volk. Ja, genau. Also der Viktor, mein Sohn, hat mir auch einen Schlachtruf oder einen Ausruf aufgeschrieben, den ich noch vorlesen möchte. Der geht jetzt da seit 2 Wochen in die Schule. Und das heißt, Osio Kirms Morpfen. Man kann daran arbeiten. Ich habe einen Alternativvorschlag als Schlachtruf. Auf nach Exkremento, wir scheißen sie über den Haufen. Und jetzt meine Antrittsrede. Zuerst mal ein bisschen Geopolitik. Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland. Berlin ist aber nicht die Hauptstadt der Mahnwachen. Wien ist auch nicht die Hauptstadt der Mahnwachen. Es gibt nur eine Hauptstadt der Mahnwachen und das ist jede Stadt oder jedes Dorf, wo eine Mahnwache stattfindet. Und jede Stadt ist für sich selbst verantwortlich. Dezentral ist das Stichwort. Ken Jebsen hat in seinen ersten Reden immer davon geredet, dass es keine Führungspersönlichkeiten gibt in unserer Bewegung. Dass wir keine Führer brauchen. Und das stimmt, ich bin seiner Meinung. Ich bin keine Führungspersönlichkeit und ich brauche auch keine Führungspersönlichkeit. Es gibt aber in unserer Bewegung zentrale Persönlichkeiten, die sich aus welchen Gründen auch immer hervortun. Ich bin diesen Menschen gegenüber sehr dankbar und auch sehr loyal. Aber Dankbarkeit und Loyalität verpflichtet nicht zu Gehorsam. Und deshalb möchte ich jetzt mit meiner Antrittsrede auf 2 fundamentale Irrtümer hinweisen, die sich in den letzten Wochen oder Monaten eingeschlichen haben in die Bewegung der Mahnwachen. Der erste Irrtum, diesen Irrtum bin ich selber unterlegen, ist Ausgrenzung. Der zweite Irrtum ist Themenvorgabe. Bei mir war es so, ich habe am Anfang bei den ersten Orgasitzungen, ich habe mich immer gewehrt gegen das Open Mic. Ich wollte das nicht. Für mich war das zu gefährlich, weil ich Angst davor hatte, was andere Leute im Speziellen, die Medien über uns denken könnten, wenn sich da jemand ausdrückt, das vielleicht etwas plump oder ungenau oder vielleicht auch gefährlich rüberkommen kann. Ich bin aber jetzt mittlerweile anderer Meinung. Ich finde, ein gemeinsames Ziel zu haben, heißt nicht unbedingt, dass man den gemeinsamen Weg gehen muss.
Ein gemeinsames Ziel zu haben, kann auch heißen, dass man verschiedene Wege geht oder dass man sich einen Weg sucht, der breit genug ist für alle oder, wie man auch sagen kann, der größte gemeinsame Nenner. Bei uns in Wien läuft es sehr gut mit dem Mahnwachen. In Deutschland gibt es Probleme. Ich lese und ich höre von Unterwanderung, Gewaltandrohungen oder dass Leute die Orgas verlassen. Es ist natürlich scheiße, wenn man Gewalt angedroht bekommt. Aber was soll's? Mir wurde auch schon mal Gewalt angedroht. Das ist normal, ja, weil die Drohung von Gewalt ist einfach, wird dann ausgesprochen, wenn man Angst hat, die Kontrolle zu verlieren. Ich bin nicht weggegangen. Ich bin in der Orga geblieben. Ich habe keine Watschen bekommen und selbst wenn, wäre es mir auch wurscht. Weil ich denke mir, es würde irgendwie ganz lustig wirken, wenn ich erzählen könnte, dass ich von Friedensaktivisten zusammengeschlagen wurde. Ich bin also dabei geblieben, habe an die Vernunft appelliert. Und Vernunft heißt für mich unter anderem ganzheitliches Denken. Und auch die Gewalt ausgesprochen hätten oder angedroht haben, sind auch nach wie vor noch dabei. Und ich bin froh darüber, weil sie brillante Menschen sind. Und jetzt möchte ich euch erzählen von einem anderen brillanten Menschen, den ich aufgrund der Mahnwachen kennengelernt habe. Dieser Mann heißt Di Tutu Bukasa und ist aus dem Kongo. Er lebt seit einigen Jahrzehnten in Wien, hat eine Radiosendung und bringt eine Zeitung raus. Und bei dieser Radiosendung war ich eingeladen zum Interview. Zweimal waren wir da dort. Und das Ganze hat so begonnen, dass er über die Mahnwachen eigentlich nichts wusste, außer das, was er aus verschiedenen Zeitungen gefunden hat, die über uns geschrieben hatten. Und somit ist er einfach davon ausgegangen, dass wir Putin-gesteuerte Kremlins sind. Das Interview war die erste halbe Stunde richtig hart. Ja? Er ist einfach nicht von seinem Standpunkt runter, dass wir von Russland gesteuert werden, dass wir finanziert werden von Russland. Am Ende hat er aber gemerkt, dass das nicht so stimmt. Dann hat er uns zu einem zweiten Interview eingeladen. Da haben wir dann über die Mahnwachen geredet und über die Idee der Mahnwachen. Auf das hinauf ist er hierher gekommen und war zweimal da. Und jetzt möchte er mit uns zusammenarbeiten, weil er etwas gesehen hat, weil er die große Chance dieser Bewegung gesehen hat, nämlich den Pluralismus, der hier vorherrscht und dass sich hier der Durchschnitt der Bevölkerung zeigt. Bukasa hat Menschen auf der Straße gesehen und er ist ein sehr politischer Mensch und war schon oft auf Demonstrationen und er hat gesagt, er sieht hier auf diesen Mahnwachen Menschen, die er noch nie zuvor auf der Straße gesehen hat. Und das stimmt, weil ich mache das zum ersten Mal. Ich war vorher noch nie bei irgendeiner Protestbewegung dabei. Und die Mahnwachen sind übrigens keine Protestbewegung, sondern eine Friedensbewegung. Der Bukasa hat also vorgeschlagen die Zusammenarbeit und wir werden zusammenarbeiten und wir werden so gut zusammenarbeiten, dass wir Wien umrühren werden, regional, und wir werden Wien so umrühren, dass man das auch noch global wahrnehmen wird. Er hat mir aber eine Bedingung gestellt. Wir reden mit allen, wir grenzen niemanden aus. Das sagt mir der Bukasa, der aus dem Kongo, aus seinem Heimatland, aus seinem Kontinent geflohen ist, auf den Kontinent geflohen ist, der dafür verantwortlich ist, dass Afrika oder nicht alleine verantwortlich ist, aber unter anderem auch mitverantwortlich ist, dass Afrika ausgeblutet und geplündert wird. Dieser Bukasa lebt jetzt in Wien und wurde vor ein paar Jahren krankenhausreif geschlagen von ein paar Skinheads. Und er sagt zu mir, wir reden mit allen. Und ich sage, ja, aber was ist denn, Bukasa, was ist denn mit den Skinheads, die dich krankenhausreif geschlagen haben? Willst du auch mit denen reden?
Und er sagt, gerade mit denen. Denn wenn wir nicht mit ihnen reden, dann werden sie noch radikaler. Wenn wir sie ausgrenzen und wie Idioten behandeln, dann werden sie noch extremer. Denn das ist das Problem unserer Gesellschaft, dass wir uns andauernd separieren müssen. Aber wir, um wirklich gesellschaftsbildend zu sein, brauchen eine Mehrheit, eine regionale Mehrheit und eine globale Mehrheit. Und dieser Ditutu Bokasa aus dem Kongo hat mir endgültig die Augen geöffnet. Und ich sage Schluss mit Ausgrenzung, Schluss mit Stigmatisieren. Und so wie ich öffentlich meine Stimme für Ken Jebsen oder Lars Mehrholz erhoben habe, wenn ihnen Antisemitismus oder neurechte Denke unterstellt wurde, so werde ich ab heute für jeden anderen auch meine Stimme erheben, wenn ich das Gefühl habe, dass ihnen Unrecht getan wird, dass ihnen etwas in den Mund gelegt wird, was sie so nie gesagt haben, bloß weil es mit der eigenen Gedankenwelt nicht konform geht. Und darum rufe ich auf die Wiener Wende. Und das heißt, zurück zum Ursprung, zurück zu den Wurzeln dieser Bewegung. Pluralismus plus Appell an die Eigenverantwortlichkeit. Nicht links, nicht rechts, sondern menschlich. Weg mit Ausgrenzung, weg mit Themenvorgaben. Wenn die Mahnwachen tatsächlich, so wie es jetzt immer wieder behauptet wird, eine rein globale Bewegung wären, dann wäre ich nicht dabei, weil dann wäre ich vor Jahren schon zur Attacke gegangen. Für mich ist die Mahnwachenbewegung, die Friedensbewegung, die neue Friedensbewegung, eine ganzheitliche Bewegung. Regional, national und national aus dem Grund, weil es leider so ist, dass wir Nationalstaaten haben, mit denen müssen wir uns auseinandersetzen. Ich bin kein Freund davon, aber es ist halt so. Regional, national und global. Durch das Individuum zur Gemeinschaft. Hin zum Gespräch, hin zum Konsens. Denn für mich kann das Zeichen einer Friedensbewegung nur die offene, ausgestreckte Hand sein. Aus dem Grund, weil ich an Vernunft glaube und weil ich an Entwicklung glaube. Und deshalb möchte ich in diesem Sinn an euch alle, aber nicht nur an euch alle, an überhaupt alle möchte ich appellieren, an eure Vernunft, lasst zu, dass wir uns gemeinsam entwickeln. Danke.